Die Männer in den schwarzen Shirts haben seit heute einen 20-Stunden-Job mit Kranken- und Rentenversicherung. Alle fünf waren in der Vergangenheit wohnungs- und arbeitslos. Ich freue mich natürlich, dass es eine gute Kollege ist hier. Wir sind alle eine gute Mannschaft. Und dann müssen wir weitermachen natürlich. Das Brot stammt aus den Filialen der Bäckereikette Junge. Die neuen Mitarbeiter sammeln und sortieren die Brote und verkaufen sie dann im Brotretterladen in Hamburg-Lohbrügge. Der Verkauf beginnt morgens um 8 und dauert, solange der Vorrat reicht. Ist das jetzt eigentlich alles vom Vortag? Ja, außer die Snackware. Das ist regulär und das andere ist alles vom Vortag, was aus unseren eigenen Läden zurückkommt. Ich habe hier ein Roggenbrot gekauft, ein recht herzhaftes, weil ich gerne so kräftiges Brot esse. Und ich habe diese Idee, die hier hinter steckt, das Brot vom Vortag und das Positive daran, dass der Überschuss dann an Hinz und Kunst geht, finde ich eine ganz tolle Idee. Die fünf neuen Teilzeitkräfte stammen alle aus Osteuropa. Falls sie ihren Job gut machen, winkt ihnen die Erhöhung ihrer Wochenstunden und ein Job in einer der 170 Filialen der Kette. Dann würden andere ehemalige Wohnungslose durch Vermittlung von Hinz und Kunz nachrücken. Das ist wirklich so ein rundes Projekt. Das Brot wird nicht weggeschmissen. Die Leute haben hier einen ganz normalen Job. Es ist kein 1-Euro-Job, sondern es ist kein zweiter Arbeitsmarkt. Es ist ein ganz reguläres, ganz regulärer Laden. Und sie haben die Möglichkeit, dann irgendwann auf eine Vollzeitstelle zu gehen und wir können den nächsten Kandidaten hierher bringen. Brote von gestern, Kaffee und Snacks von heute und Arbeitsplätze für die Zukunft. Eventuell anfallende Überschüsse sollen übrigens der Arbeit von Hinz und Kunst zugutekommen.